Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind hier vor Morasul und ich habe vor, es endlich auch noch zu befreien. Bevor es zum Finale geht nach Ishtar, wo wir einfach mal auch vor einigen Folgen einfach reinspaziert sind. Wie sieht's mit dem aus? Kafu. Der ist sofort aggro. So. Nehmen wir alles mit und speichern nochmal. So, der hat hier jetzt aber nichts zu looten. So, das heißt dann hier oben müssten die dann auch sofort alle losgehen. Ich habe da irgendwas gehört. Ah, Snapper. Jo, was ein Rudel. So, da ist der nächste. Okay. Ah, okay, hier sind die schon sauer. Jetzt wirst du sterben. So, was mit dir? Bleib stehen, du Hund. Es gibt einen Kampfmänner. Ich weiß nicht, was mit dem einen Assassin da los ist. So, komm. Da sind schon die nächsten. Oh, da sind aber viele. Da kommen aber jetzt sehr viele. Natürlich muss da jetzt einer mit einem Bogen sein. Da sind schon sehr viele hier. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner mit Magie. Wohin zielen wir? So, ich springe hier einmal rüber. Und ein Energy Drink. So, zwei haben wir. So, jetzt einmal kurz hier, bisschen Abstand. Bis die da sind, haben wir schon durch. Einfach in den Rücken gestochen. So. Komm. Hä, wohin zielst du? Da, du bist nicht. Es gibt da Kampfmänner. Der soll schon bitte dahin zielen, wo ich auch hingucke, ja? Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Ja, komm. Erstmal wieder hier hin. Hier brauchen die ein bisschen länger. So. Ja.
Ja, jetzt. So, nochmal Heiltrank. Die brauchen ein bisschen länger. Vielleicht noch einen. Da! Alter. Er soll auch dahin zielen, wo ich hingucke, bitte, ja? Das Zielsystem ist aber beschissen. So. Du gehst mir auf den Sack. Ja, toll. So, könnt ihr nicht einfach Feuerregen nehmen? Ich hab kein Feuerregen, ne? Ja, aufspießen, das kriege ich mit, dass ihr das gerne tut. Okay, wer hat mich jetzt aufgespießt? Jetzt trifft den doch. So. Ja, komm. Jetzt hier. Alter. Nein, jetzt hör auf, spring. Geh weg. Renn. So, hier nochmal. Abstand. Hier nochmal. So. Was macht der denn da hinten? Alter. Gehen die mir jetzt gerade auf den Sack? Der da hinten auf. Du gehst mir auf den Sack. Ganz besonders du. So, der mit seiner Quest abgebrochen, bestraft und geschlagen. Wieso? Ernesto, auch erledigt. So, der da hinten soll aufhören, auf mich zu schießen. Deswegen einmal hier hin. Geil, der kämpft gegen den Skeletten. Hör auf, den Skelett anzuvisieren. Ja, hör auf, ihn rückzustechen. So, ich darf wieder... rennen. Oh, die sind jetzt alle hier. Jetzt habe ich ein Problem. Hier? Die warten sogar schön, nett. Das finde ich freundlich. Oh ne, der schon wieder. Bleib stehen, du Feigling! Nein, weg. Der darf mit seiner Scheißmagie nicht zu mir kommen. Jetzt stecke ich hier fest.
hier vielleicht einmal kurz einen Heilplank. Leute, es gibt einen Kampf! Bleibt dran! So, dem sind wir auch losgeworden. Ich renne nochmal in diese Richtung. So, am besten hier hin. So, dann kommen die jetzt hier hin. Es gibt einen Kampf, Männer! Mach ihn fertig! Oh. So, den bin ich losgeworden. Hä, wen? Hör auf, den da anzuvisieren. So, Gonzales. Jetzt. Nochmal hier hin. So, Gonzales sind wir losgeworden. Oh ne, der eine Magier wieder. Bleib stehen, du Feigling. Nee, mit dem Magier möchte ich nichts zu tun haben, bitte. Vielleicht einmal noch mal kurz zwischenspeichern. Wie? Jetzt ernsthaft, wie kam der jetzt hier durch? Dieser Sieg ist für mich. Gut, dass wir gerade noch gespeichert hatten. Wie konnte der aber durch die Wand schießen und wie konnten die durch die Wand backen? Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Wo ich mich verstecken kann, um zu heilen. Oder diesen Magier einfach direkt irgendwie loswerden. Wieso habe ich die Waffe nicht ausgerüstet gehabt? So, wenn ich hier bin. Nein, nicht Heilplank. Jetzt habe ich Heilplank genommen. So, kann ich ihn direkt. Linga. So, Mörder von Ramirez haben wir fehlgeschlagen, aber mir egal jetzt. Ich muss ihn loswerden. So, dahin kämpfen die gegen den Skelett, glaube ich. Oder? Ja, komm. So, weg mit dem. Dass der aber geblieben ist, hat mich schon ein bisschen gewundert. So, kann ich hier hoch? Ja, okay, hier oben geht's erstmal. Philippe. Ja, mach. So, jetzt lasst mich da raus. So. Iliad, ich machen wir auch noch fertig. So, wo rennen die alle hin? Hauen die komplett ab? Oder rennen die da gleich irgendwo im Kreis? Keine Ahnung, wo die hinrennen. So, aber dann können wir eigentlich hier jetzt gleich
Ich habe keine Ahnung, wo die hinrennen. So, was ist mit dem Assassinen? Nun gehört hier alles. Wir sehen uns später. Was? Der ist verbündet. Was ist mit dem Assassinen? Was? Hä? Schuldschein von Masil? Ningal? Nehme ich ihn mal wieder alles mit? Jetzt ernsthaft, was ist mit ihm? Sei stets auf der Hut. Ist er quasi derjenige, der als letztes Überbleibsel für die Assassinen da sein sollte? Nimm trotzdem hier mal alles mit, Philippe. Die haben aber auch ordentlich Heiltränke, immerhin. So. Teleportstein nach Morasul. Ilja. Dann habe ich hier. Irgendwann habe ich wirklich für jede Stadt einen zweiten Teleportstein. So, Händler. Hier habe ich alle. Was ist mit da hinten? Hier fehlen noch ein paar. Ismail. Wo liegt Gonzales? Der ist ja auch irgendwo hingeflogen. So, Hamid. Hector. Goldpokal, Schuldschein von Mastil. So, Mastil. Feuerkelch, er hatte einen. Finde alle Feuerkelche. Wir haben sie jetzt alle. Ah, hier, Gonzales. Warte mal. 22 Erfahrungspunkte haben wir jetzt. Masil hatte einen. Oder Masil. Oder wie er jetzt hieß. So, ich benutze mal das Lagerfeuer. Ah, wir haben nichts zum Brutzeln. Okay. Ich dachte, wir hätten was. So, Sklave. Ich habe aber wahrscheinlich nicht genug Dietrich hier. So, was ist mit der? Jasmin? Was willst du? Ihr seid frei. Was? Ich weiß nicht, was du willst. Ich brauche einen Dietrich. Gold? Du mich jetzt so an. Hier nochmal Gold. So. Jetzt kann ich aber auch hier alles plündern. Außer halt die Truhen. Also hier war ich schon. So, Sklaven. Sklavin. Sklave. Wir können später noch reden. Lass dich nicht unterkriegen. So, das heißt, ein nächstes Ziel wäre Ishtar. So, Anktos. Die Assassinen sind geschlagen. Ich danke dir, Vater der Freiheit. Eines Tages wird die Wüste uns gehören. Hier, nimm dies, Befreier. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Okay, 5 Heiltränke, danke schön. Nochmal 2500. Anger? Das gibt doch nur wieder Ärger. Würdest du mich im Kampf unterrichten?
Okay, er kann mir nicht beibringen, also den Orkschlechter. Paladin. Ölk. So, gibt es hier sonst noch was mitzunehmen? Ich will hier jetzt erstmal alles looten wieder. Beziehungsweise, was heißt hier? Doch, eigentlich hier wieder. Wir hatten ja schon mal versucht, hier zu looten. Und nicht immer hat es überall geklappt. Dank dir ist dir alles in Ordnung. Jo, kein Thema. Ihr schuldet mir nur halt eure ewige Lehnstreue. So. Große Truhe. Einen Dietrich. Ja, die brauche ich dringend. So, was haben wir hier? Nichts. Nichts. Eine Bank. So, hier ein Belia-Schrei. Rein. Bis später. So, Korb. Mal gucken, was da drin ist. Ein Dietrich. Brauchen mehr von denen. Bitte ist hier auch noch einer. Nein, leider keins. Jetzt will ich aber wissen, was in der großen Truhe ist, die da oben war. Ich hatte gehofft, dass da Dietriche drin wären. Dass man aber auch immer so viel verbraucht, beziehungsweise sofort immer einen verbraucht. Gold. Wer lag da was? Jo, Gold. So, hier drinnen waren wir. Ich hätte trotzdem gerne irgendwie mehr Dietriche. Hier sehe ich sonst nichts. Aber ich frage mich immer noch, was hat das mit diesem einen Assassinen da auf sich, der gar nicht kämpfen wollte? Also nicht gegen uns. Und jetzt auf einmal als Verbündeter zählt. Was hat das mit ihm auf sich? Hm? Komme ich hier auch wieder raus? Ja, okay. Ansonsten hätte ich jetzt ein Problem. Vielleicht speichere ich jetzt einen Eimer vorsichtshalber. Nicht, dass ich jetzt irgendwo feststecke und nicht mehr rauskomme. Schade mit den ganzen Truhen. Einfach zu wenig Dietriche. Oh, Gold. Ich hoffe, Piranha Bytes hatte damals hier so ein System irgendwie drin gehabt, dass die ganzen Charaktere, Figuren und so weiter, die man nicht geschafft hat zu töten, ob es jetzt welche sind mit Namen oder ohne Namen, vollkommen egal,
Aber die, die man nicht geschafft hat zu töten, dass man die wiederfindet, dass das quasi zusammenaddiert wird und man dann quasi in der letzten Stadt, wo man noch befreien muss, die antreffen kann. Und da wirklich dann alle, die noch übrig sind, erledigen muss. So, Schnaps nehmen wir mit. Schnaps. Eine Truhe, die wir öffnen können. Mit einem Dietrich, perfekt. Nein, nicht der Hocker. Noch ein Fläschchen, perfekt. So, bitte seien da Dietriche drinne. Nee, Pfeile. Sonst ist hier nichts. So, hier gibt's nichts. Hier können wir endlich looten. Wir kriegen beide noch Ärger. Nö. Hier gehört jetzt eh alles mir. Stabile Metalltruhe, schwere Truhe, alte Truhe, Kult. Haben wir alle gelesen? Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. So, große Truhe. Ich würde die stabile Metalltruhe nehmen. Drei Dietriche, perfekt. Und dann haben wir hier Amulett der Magie. Verwandlungstrank. Ja, okay. Aber drei Dietriche ist schon mal was wert. Bitte nicht abbrechen. Jetzt haben wir noch zwei. So, große Truhe. Bitte seien da Dietriche drin. Nochmal drei. Perfekt. So, bitte hier auch nochmal drei. Nee, leider nicht. Ich muss jetzt irgendwo meinen ganzen Scheiß verkaufen gehen. Beziehungsweise wir haben ein paar Fläschchen. So, können wir ein paar Heiltränke machen. So. Das ist jetzt mein Thron. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch was? Da haben wir noch einen Korb. Alles mitnehmen. Viel Gold, Gold. Apropos Gold, wie viel haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? So, mitnehmen. Hier, Truhe, können wir jetzt aufmachen. So, wo waren noch Truhen, die wir jetzt nicht aufmachen konnten? Ich muss jetzt hier alle nochmal durchgehen. Hier oben war, glaube ich, noch eine. Ja. Hier, Metalltruhe. So, dann Snap on Scavenger. Okay. Und wieder Goldbrocken. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Goldbrocken? Können wir damit Münzen prägen? Glaubst du wirklich? So, hier unten gibt es keine Truhen.
Hier sind nur die beiden Körbe wieder. Oben waren die Truhen, glaube ich. Hier ist noch eine, ja. So. Ach, 177 Gold haben wir. Da gab es auch noch eine. Ich brauche einen Dietrich. Oder den richtigen Schlüssel. Jetzt haben wir keine Dietriche mehr. Ja, gut. Dann können wir hier gehen. Beziehungsweise wir gehen mal nach oben. Legen uns schlafen. Es ist ja jetzt dunkel. So, bis zum nächsten Morgen. Dann. So, gibt es da drin auch noch was? Wer übernimmt jetzt eigentlich? Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Oh. Aber keine Dietrich. Okay, schade. Da unten wartet keiner. So, aber noch eine Truhe und da sehe ich Gold. Unten ist definitiv niemand und auch nichts. So, Wein nehmen wir mit. Ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel. Mann, ich brauche Dietriche. Hier ist nochmal Gold. Jetzt komme ich hier nicht raus. So, wenn wir jetzt aber zur Oase, die ein bisschen weiter nördlich ist, hingehen. Also hier an denen allen vorbei. Ich verstehe das mit dem da gar nicht. Wahrscheinlich war der eh ohnehin ein Verräter für die anderen. Oh! Wenn ich da runtergehe, komme ich auch wieder hoch. Speichere einmal. Ja, okay, hier kommt man hoch. Und da hinten? Einer ist ja da hinten hingerannt. Oder mehrere sogar. Ja gut, ich glaube, die sehen wir nicht mehr wieder. Dann gehen wir einmal nach da hinten. Und gucken uns mal die Oase an. Aber ich brauche auch langsam einen Händler, damit ich den Scheiß wieder verkaufen kann. Und mir Dietrich kaufen kann. So, da hinten ist die Oase. Sind die nämlich Freund oder Feind? Das ist ja jetzt die Frage. Oder ist das hier leer?
Nee, diesen Feind. Okay. Ich schicke dich zu Belia. Ja, kommt bitte alle her. Bleib stehen, du Hund! Ah, Murat! So. Jetzt, wie sehe ich ihn an? So, du gehst mir auf den Sack gerade. Jo, jetzt muss ich aber... Ah, da sind nochmal welche. Verdammt. Okay, ich muss ein bisschen rennen. Ja, jetzt renn auf ihn zu und wir sehen ihn auch an. So, da ist der Nächste. So. Jetzt geht die mir alle auf den Sack. Was soll denn das? So, komm, triff den da jetzt. So, wie sieht's da aus? Hier, du legst dich nochmal mit mir an. So, Ragnarok. So, das war's mit ihm. So, die Erfahrungspunkte sind jetzt meine. Und dessen Loot ist auch meins. So. Wie die Waffen hier aber auch immer durchglitschen. So. Deine Sachen gehören auch mir. Ach, da vorne ist ja noch einer. Jetzt stirbst du! Wollt ihr wohl damit aufhören? Er hat mich zuerst angegriffen, ja? Du hast auch gar nichts gemacht. Also bei dem da. Ich weiß nicht, was... Hä? So, hier gibt aber nichts. Ist nur doof, dass ich hier jetzt keine Händler mehr habe. Fürs Erste. Keine Ahnung, ob die noch irgendwann neue kommen. Hier ist noch ein Kämpfer, okay. So. Dass ich denen aber auch die Ausrüstung nicht wegnehmen kann. Also ich hätte schon gerne dessen Assassinenrüstung auch so gerne irgendwie gehabt. Einfach als Sammelobjekt, so einfach für eine Sammlung, sage ich jetzt mal. Ja, wie Leben hat er denn noch? Oh, der wäre auch fast draufgegangen. So, und da vorne gibt es Blutfliegen. So, Heilwurzel und Blutschilf. Na, ihr Hübschen? Die können zum Glück gar nichts mehr.
So. Ja, der Held ist müde. Da gibt es so ein paar Warane. Gibt es hier noch mehr? Noch mehr Blutschilfe. So, komme ich hier auch wieder hoch? Ja. So, Mana-Pflanze, Blutschilf, Blutschilf. Ah, da haben wir noch mehr. Den seltsamen Pilz wollte ich jetzt nicht, aber egal. So, die hier machen wir fertig. Meine Süßen. Die machen ja eh gar keinen Schaden mehr. So. Hört sich auch an, als wäre da hinten noch irgendwas anderes. Abgesehen von den Waranen halt. So. Dann haben wir es hier. Oh, jetzt waren wir lange genug eigentlich davon weg. Ich hoffe auch weit genug weg davon. Würde ich gerne einmal sehen, wie das da jetzt aussieht mit den Nomaden. Aber vielleicht gehe ich hier einmal noch mal kurz die Snapper kaputt machen. Hier gab es ja einige. Irgendwo. Bisschen Fleisch sammeln. So. Okay, das war jetzt übel. So. Ich find's aber auch lustig, wie die hier am so wabbeln sind, sage ich jetzt mal. So. Alle leer? Ja gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Komm, ein Heiltrank können wir uns jetzt mal gönnen. Wir müssen jetzt aber wirklich lange genug und weit genug entfernt gewesen sein, dass die Nomaden sich hier jetzt gebildet haben können. Der Assassine ist weg, hier sind die Skelette wieder. Da sind die Nomaden. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Das würde ich eher nicht behaupten. Denn bis jetzt war. Wir passen auf. Wir reden später. Dem war es egal, dass ich mich da einfach bedient habe. So, 7 Fleisch.
99 Fleisch haben wir schon mittlerweile. Okay, nice. Wie kommt es, dass ich hier nicht gelootet habe? Nicht den Hocker, nicht den Hocker. Da ist noch ein Brot. Gib mir das Brot. Okay, hier waren wir schon. So, Nomade, Nomade, Nomade. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. So, Ölk, Paladin, Anktos, Anger. Anktos sagt nichts mehr. Anger sagt bestimmt auch nichts Neues. So, was ist hier mit den Sklavinnen? Die sind weg. Die Sklavinnen und Tänzerinnen. So, nochmal zwei Wein. Noch ein einfacher Nomade. Ja, wo sind sie alle? Oh, da sehe ich was. Von der Seite komme ich nicht rein. Hier ist nichts zum Looten. Okay, die sind alle weg. Und es kommt noch schlimmer. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So, das heißt dann, von Morasul gehen wir einmal zurück nach Braga und dann von da direkt nach Ishtar. Würde ich sagen. Wir machen uns jetzt dann eben einfach auf den Weg. Weil hier sind wir jetzt fertig. Es ist nur noch Ishtar übrig hier in der Wüste. Ah, das wird ein langer Sprint. Ein sehr, sehr langer Sprint. So, nochmal ein Energy. Und weiter. Ja, da gibt es wieder Punkte. Kommt her, Punkte. Kommt her. Hier geblieben. So, alles wieder mitnehmen. Nice. Vor allem, ich finde es schön, dass die einfach gar keinen Schaden mehr machen, aufgrund der Rüstung. Das ist einfach herrlich. So, noch ein Energy. Räuber oder so vielleicht?
Hier gab es nichts. Aber da waren, glaube ich, Oger. Oder hier gab es auch nichts. Nun leeren Korb. Nicht leer, aber Vergiftung halt. Egal, nehmen wir mit, können wir verkaufen. So. Da. Ach, komm. Da. Triff ihn doch. So. Ach, wir sind schon bei Braga, ne? Da vorne ist schon Braga. Ich höre hier Wölfe. Da, dickes Rudel. Da. So, was mit dir? Warum läufst du weg? Der will mich doch verarschen. Da. So. Komm. Wieso treffe ich den jetzt nicht? So. Will ich wissen, wie viel Schrott ich jetzt von den ganzen Viechern hier habe? Irgendwo muss ich das doch verkaufen können. Hier in der Wüste. Aber ich glaube, hier haben wir gar keine Händler mehr. So. Perfekt, haben wir auch noch erledigt. Hier ist ein Korb gewesen, den ich nicht gelootet habe. So, dann auf geht's. Auf nach Ishtar. Und eine Frage stelle ich mir jetzt. Kann man hier wirklich jeden NPC töten? Jetzt in Gothic 3? Egal, ob die relevant sind oder nicht. Weil Lester konnte ja drauf gehen. Obwohl er eigentlich einer der Freunde ist. Und was ist hier passiert? Achso, das sind die, die ich erledigt habe. Okay. Ja, Lester konnte draufgehen, obwohl er einer der Freunde ist, die relevant sind. Und dann die ganzen Orks mit Namen oder auch allgemein die ganzen Charaktere, die einen Namen haben, konnten wir ja töten. Daher stelle ich mir die Frage, kann ich hier wirklich jeden töten? Löwen. Löwen lasse ich erstmal in Ruhe. So, bin ich überhaupt auf der Straße? Da hinten ist die Straße eigentlich. Noch mehr Löwen.
auch krass, dass Löwen hier auch in solchen dicken Rudeln unterwegs sind. Ich glaube, ich finde die Straße so schnell erstmal nicht wieder. So, nochmal ein Energy. Ja, komm, die beiden hau ich noch zu Klump. So, komm. So. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Wir sind Stufe 59. Knapp 16.000 Punkte. Ach, hier sind noch mehr von denen. Da! Da! So. So. Nochmal vielleicht was puddern. Und den hier auch nochmal. Dann ist voll. Da ist Ishtar. Da wollen wir gleich hin. Gibt es dann auch irgendwie so ein Missionsdingens hier? So eine erfüllte Quest? Befreie ganz Varant oder sowas? Würde mich schon interessieren, dass man hier so eine Dings bekommt, dass man ganz Varant befreit hat. War das für eine Höhle? So, Fleischpanze. Einmal kurz speichern. Ich habe so das Gefühl, hier ist ein Schattenläufer drin. Kann das sein? War das die Höhle? Nee, war nicht die Höhle, die ich gedacht hätte. Mit dem Schattenläufer. Dann ist ja gut. Dann rennen wir da nochmal hoch. Beziehungsweise spazieren, ja. So, und da wären wir eigentlich. Wir sind jetzt vor Ishtar. Und ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich gehe mal von aus, die nächste Folge könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn es Ishtar hier die große Hauptstadt ist, dann könnte es ein bisschen länger dauern, vermute ich mal. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.